Story to go. Das Konfuzius-Institut München erzählt Ihnen chinesische Geschichten. Der Fuchs leiht sich die Macht des Tigers. Übersetzt von Vivian Emmert. Eines Tages streifte ein Tiger auf der Suche nach Nahrung im Dschungel herum, als ihm plötzlich ein Fuchs über den Weg lief. Der Tiger ergriff seine Chance und packte den Fuchs, um ihn auf der Stelle zu verschlingen. Doch der Fuchs unterbrach ihn, indem er den Tiger zurechtwies. »Du wagst es tatsächlich, mich zu fressen?« Der Tiger war perplex. Er fing sich jedoch sofort wieder und erwiderte: »Ich bin der König des Dschungels. Alle Tiere fürchten sich vor mir. Warum sollte ich es nicht wagen, dich zu fressen?« Der Fuchs entgegnete: »Ich stehe im Auftrag Gottes, um euch Tiger zu bändigen. Wenn du mich frisst, legst du dich mit dem Himmel an und wirst schwer bestraft.« Die Drohungen des Fuchses zeigten beim Tiger Wirkung, denn er fühlte sich verunsichert und eingeschüchtert. Der Fuchs erkannte, was im Kopf des Tigers vor sich ging, und freute sich im Stillen über das einfache Gelingen seiner List. Durch die Reaktion des Tigers bestärkt, fügte er noch selbstsicherer hinzu: »Wenn du mir nicht glaubst, kannst du gerne mitkommen und dich selbst von meiner Macht überzeugen. Du wirst sehen, wie sehr alle Tiere sich vor mir fürchten.« Also ließ der Tiger den Fuchs los und lief an seiner Seite durch den Dschungel. Der Fuchs bewegte sich mit erhobenem Haupt fort. Und tatsächlich, egal wohin der Tiger blickte, alle Tiere flohen beim Anblick des Fuchses so schnell sie konnten. Doch der Tiger würde nie erfahren, dass er, der König des Dschungels, der wahre Grund war, dass alle Tiere die Flucht ergriffen und nicht der kleine Fuchs neben ihm. Mit der Redewendung »Der Fuchs leiht sich die Macht des Tigers« beschreibt man jemanden, der seine Mitmenschen zu seinem eigenen Vorteil ausbeutet.狐假虎威。森林之王老虎有一天在森林里找食物，他看到了一只狐狸，于是快速抓住了狐狸，正准备吃它。狐狸问老虎：你竟然敢吃我？老虎很奇怪：我是森林之王，所有的动物都害怕我，是我口中的食物，为什么不敢吃你？狐狸说：老天派我来管理你们，你吃了我就是冒犯了老天，将会受到严重的惩罚。老虎听了，心里一惊，有了一点点的犹豫。狐狸看到他这个样子，心里暗暗高兴，猜想，老虎可能已经上了当，于是更加镇定地说：你如果不信，我就带你走一走，让你看看我的威力，看看是不是所有动物都害怕我。老虎松开了爪子，跟着狐狸走到了森林里面。狐狸摇头摆尾，老虎东张西望。森林里的其他动物看到狐狸走过来，全都吓跑了。老虎真的以为动物们非常害怕狐狸，其实，动物们真正害怕的是狐狸身后的他。于是我们用狐假虎威来形容一个人利用他人的权利来欺负别人。